Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4. Rachel und Lea waren jetzt in der Sauna und haben anscheinend so langsam genug, zumindest Lea. Rachel, dancest du gerade tatsächlich in der Sauna? Das finde ich sehr lustig. Was macht Chloe? Tanzen? Nee, Mädels, ihr könnt ja doch jetzt nicht in der Sauna tanzen. Ich meine, das ist ja schön und gut, entspannen, Techtel. Naja, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Ein Techtelmechtel in der Sauna hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ja, Rachel, wenn du aufhören würdest, da zu tanzen... Oh, jetzt geht's los. Oho. Oho. Oh, Bonsoi. Ach, wie toll. Ach, ihr Süßen. Ach, ihr seid toll, wirklich. Wie schön. Ja, küsst euch nochmal. Ach, ihr Schnuckis. Wie sie Rachel anschaut. So, ich möchte jetzt mal eben wissen, was ist mit Lea? Lea, es ist schön, dass du jetzt plaudern möchtest. Deine Eltern hatten ja gerade ein Techtelmechtel, aber das passt schon. Die haben hier gerade voll Bock auf die Sauna, kann das sein? Ja, okay. So, ihr seid jetzt natürlich beide kokett, ne? Und ich wollte ja heute Moritz Geburtstag feiern. Oh, sie ist sogar sehr kokett. Dateplan. Ja, nee, das Problem ist, eine von euch sollte wirklich einen Kuchen backen. Einen Kuchen für Moritz. Welchen machen wir denn da? Den Zombie-Kuchen? Nee, der ist jetzt so sehr kindlich. Blaues Konfetti-Kuchen, ja, der ist doch immer schön, oder? Wir haben doch auch noch einen ganz normalen Schokokuchen. Wo ist der denn da? Schokokuchen. Dann mach doch mal den hier, Rachel. Und ich würde sagen, Chloe kann dann auch mal aus der Sauna rauskommen und erstmal die Kuhpflanze füttern. Und der Moritz kommt ja dann um 3 Uhr aus der Schule und dann werden wir den Geburtstag feiern. So, Lea steht da jetzt rum. Weißt du was, wir schalten das hier mal aus. Und dann bin ich dafür, dass die Lea, Technikguru, wie war das nochmal? Ach ja, Videospiel oder App programmieren. Ja, das möchte ich ja immer noch, aber irgendwie, huch, hat das ja nicht so ganz funktioniert. Ich bin mir doch nicht sicher. Programmieren. Programmieren, üben, Spiel modifizieren. Ja, nee, modden. Ich weiß nicht, wir modden das jetzt erstmal. Vielleicht kommt sie dann irgendwie weiter damit oder so. Und ich habe in der letzten Folge, wow, gesagt, dass ich ja ein bisschen Kohle habe. Und ich habe auch die Inventare geleert und habe dann echt überlegt, was ich mit dem Geld mache, ne? Was ich kaufe, was ich noch verändere. Ich habe jetzt ein paar minimale Änderungen vorgenommen. Ich habe hier dieses wunderschöne Kaffeeregal. Ich habe 2 weitere Palmen, beziehungsweise 3 weitere Palmen, da ist auch noch eine. Und, ah, stimmt, stimmt, ich habe ja das Bad hier ein bisschen geändert. Es gibt jetzt so voll tolle Mosaiksteine. Die finde ich ganz schön, die gibt es auch in richtig vielen tollen Farben. Ist aber jetzt auch keine großartige Veränderung. Ich wusste echt nicht, was ich mit der Kohle machen soll. Ich habe überlegt, ob wir hier unten noch ein bisschen anbauen, aber leider ist der... ist das Grundstück halt so klein, dass wir hier gar nicht mehr so viel hinbauen können. Von daher habe ich mich dann dafür entschieden, so Geburtstagskerzen hinzufügen, das Geld erstmal ein wenig zu sparen. Ach, sehr schön. So, der kommt natürlich direkt weg. Das Geld ein wenig zu sparen und keine Ahnung, vielleicht habt ihr da irgendwie Ideen, was wir noch unbedingt brauchen. Dann kann ich das natürlich sehr gerne kaufen. Ansonsten ist es auch einfach mal schön, ein bisschen Geld zu sparen. Zu besitzen. Wir waren immer relativ arm, naja, arm jetzt nicht unbedingt, aber wir hatten immer relativ wenig Geld und jetzt haben wir doch schon eine ganze Menge. Ist doch schön, wenn wir uns darum erstmal keine Sorgen machen müssen. Da läuft der Lee, das ist doch bestimmt, Moment, wer bist du? Ich möchte wissen, wer du bist. Clara Bjergens, ach so, Bjergsen, keine Ahnung. Ja, und ich natürlich wieder, wie sollte es anders sein? Ja, Moritz, dann hoffe ich, dass es dir jetzt gleich gut geht, wenn du aus der Schule kommst. Und dann feiern wir mit ihm und ein paar anderen mal eine kleine Party. Gehen nochmal in den anderen Nachtclub, den es gibt, den wir bis jetzt noch nicht kennen. Und ich weiß nicht, ob wir Rachel und Chloe dann mitnehmen. Obwohl, könnten wir eigentlich machen, ne?
Ich meine, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Das wäre doch ganz schön. Wer macht denn da schon wieder Sport? Ach, die Dawn. Ach, Dawn, das war auch so schön mit dir. Ich habe heute noch mal in die alten Folgen ein bisschen reingeschaut, wo die Dawn gemalt hat. Und da dachte ich mir so, ach ja, schön. Wer bist du denn? Paolo, Ninja. Paolo, du siehst von hinten ganz okay aus. Paolo, du siehst auch von vorne ganz okay aus. Schön, schön. Und der Marc? Natürlich, wer sollte das anders sein? Und, oh, die Sam Peters, voll traurig. Warum? Was ist denn los? So, Rachel macht jetzt gerade irgendwie gar Monk. nichts. Und du bist da unten im Pool. Das ist ja total schön, wenn eure Bedürfnisse mal erfüllt sind. Gut, Chloe hat jetzt nicht ganz so viel Energie, Rachel auch nicht. Weißt du was, du kannst mal einen Kaffee kochen. Das wäre doch ganz schön. Und dann kann sich Chloe gleich auch noch einholen. Und wenn der Moritz denn wiederkommt, schauen wir mal. Ach ja, hier übrigens, das habe ich auch noch hinzugefügt, sind diese wunderbaren Blumenkübel. Moritz hat die Unterrichtswoche beendet. Er hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch eine Schippe drauflegen. Das Wochenende wäre dafür gut gelegen. Ganz bestimmt nicht. Wir machen Party am Wochenende. Und dann ist seine Schullaufbahn auch beendet. Oh Gott, Moritz, pass mal auf, willst du mal einen Kaffee trinken? Moritz, hol dir mal. Oh nein, die Maschine ist kaputt. Wisst ihr was? Die ersetzen wir. So einfach geht es. Getränk holen. Das gleiche macht auch die Chloe. Gut, Spaß und Hygiene. Dann bin ich dafür, dass du vielleicht nachher in die neue Dusche gehst. Und dass wir uns dann ein paar Freunde zusammensuchen und in den Club gehen. Rachel spült hier mal wieder ab. Du kommst jetzt auch gleich und Lea ist da immer noch am Programmieren. Lea, pass mal auf, dann mach du doch mal. Du kannst mal ein Nickerchen machen, das ist schon in Ordnung. Ja, mach das mal. Kannst du noch ein bisschen pennen, bevor hier die große Party steigt? Ihr in euren Weihnachtspullis und Chloe in Bikini. Hat sie abgenommen? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ich habe auch das Gefühl, Rachel hätte ein bisschen abgenommen. Lea? Lea, was machst du da? Ich habe doch gesagt, du sollst ins Bett gehen. Du gehst zur Kuhpflanze? Lea wollte anscheinend nur mal eben hier so gucken. Ach, Chloe, du bist so süß. Um Fußmassage bitten, Tag verschönern. Ja, Moritz, was ist denn jetzt mit dir? Du hast dir jetzt einen Kaffee geholt, ne? Dann solltest du doch eigentlich duschen gehen. Oder funktioniert das nicht wegen der Pflanze? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Die Pflanze ist riesig. Ich wollte die aber unbedingt da stehen haben. Das scheint aber zu funktionieren. So, wir lassen Moritz jetzt auf jeden Fall nochmal duschen. Ja, das funktioniert. Ach, ich mag das Bad echt gerne, muss ich sagen. Ich habe jetzt irgendwie eine super tolle Dusche gekauft. Die Toilette ist die gleiche, die wir oben haben. Oh, Chloe. Ach, du willst wieder abspülen, ne? Nee, ich stelle es mal einfach hin. Oh nein, jetzt ist sie peinlich berührt. Och nein, Chloe. Willst du nicht mal? Pass mal auf, jetzt, wo du so konzentriert bist. Ihr wollt wieder alle zu der Kuhpflanze, ne? Ich habe jetzt gedacht, ihr zwei könnt vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, über Kochen reden. Ja, von mir aus. Beste Freunde werden. Witze über alte Zeiten. Ja. Einfach mal im Bikini nach draußen gehen. Ach toll. Sag mal einen Witz über alte Zeiten, als ihr noch jung und knackig wart. Na, knackig seid ihr jetzt auch noch. Ne, Carlo Creep? Das siehst du doch genauso. Der hat doch wieder Augen im Hinterkopf bestimmt und beobachtet die Chloe in Bikini. Ach, schön. Oh, Moritz ist auch fertig. Ja, pass auf, Lea, dann steh mal bitte auf. Dann öffnen wir Moritz' Inventar. Es tut mir jetzt leid, dass er nicht so viel Spaß hat, aber das können wir hoffentlich während der Party ein wenig ändern. Ich mache da jetzt auch kein großes Event. Huch, kein. Hallo? Ja, so geht's. Kein großes Event draus. Einfach nur mit ein paar Freunden und der Familie in den Nachtclub. Ich hoffe, der hat jetzt schon geöffnet. Windenburg. Und dann ist es der hier, ne? Diskothek Pan-Europa. Ja, da könnten wir doch mal hin. So, wir nehmen. Oh, was ist denn hier mit dem David los? Wir nehmen den mit. Zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Wir können echt nur sieben mitnehmen. Ach, das ist ja voll schade. Also, Kelvin müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So viel ist klar. Wir müssen auch die Candy mitnehmen. Den David brauchen wir nicht unbedingt. Dann lieber den Duck, damit wir auch noch ein paar junge Leute da haben. Die Max, ja, ich weiß nicht. Also sechs haben wir jetzt. Ja, pass auf, dann nehmen wir den Mark noch mit und schauen einfach, wer sonst so da ist. Die Gruppenversammlung vom. Was? Nein, wurden benachrichtigt und sind unterwegs. Was zur Hölle? Die sind ja wohl nicht hierhin unterwegs. Also bitte. Wir feiern jetzt erstmal eine.
Party. Oh wow, ist das Lee? Das ist der Lee. Ach, wie geil. Ich möchte mich hier mal ganz kurz eben umschauen und mit den Räumlichkeiten vertraut machen. So, da könnten wir definitiv schon mal den Kuchen hinstellen, denke ich. Das ist ein ganz guter Platz. Was haben wir hier oben noch? Ach, schön. Oh, richtig mit Chill-Out-Area und so. Das ist ja richtig toll. Ich hoffe, das Ganze füllt sich hier auch gleich ein bisschen. Und hier unten, auch nochmal. Ja, das könnte schon ganz nett werden. Vor allem, wie der Lieder steht. Ja, pass auf, Moritz, tanzen. Ich bin dafür, dass ihr alle mal tanzen geht. Und wenn ihr gleich da seid, dann könnt ihr auch mal eure Klamotten ändern. Tanzen, zusammen tanzen. Ja, macht sie das jetzt mit ihrer Gruppe? Ich habe keine Ahnung, warum die Gruppe überhaupt hier ist. Die sollte doch gar nicht hier sein. Die sollte doch echt nicht hier sein. Wow, was für ein cooler Club. Outfit ändern. Du kannst mal deine Partykleidung anziehen. Genauso wie Rachel. Die kann auch Outfit ändern und dann gleich ihre Partykleidung anziehen. Ebenso wie Rachel. Na toll. Jetzt kommen hier echt die ganzen alten Leute. Partykleidung. Und Chloe kommt in Bikini. Das ist natürlich auch supi. So, zurück nach Hause. Outfit ändern. Partykleidung. Ach, cool. Cool, hier ist ja mega was los. Das ist schön, vor allem weil die rüstigen Rentner hier übelst mitfeiern. Ja, Kelvin, du bist natürlich auch dabei. Ach, wie schön. Ach, schön. Ich habe jetzt natürlich gleich ein bisschen Lust mit der Candy zu flirten. Die geht schon da oben hin. Das geht dabei auch erst wirklich, wenn der Moritz gealtert ist. Wow, was ist hier los? Lea entdeckt, dass Troy Space ein Alien ist. Die Tarnung schien perfekt. Abgesehen von außerirdischen Kleinigkeiten. Ja, da ist er. Okay, das haben die jetzt alle entdeckt. Ach, wie nice. Können die jetzt. Oh, Lea ist wütend. Warum? Über das Alien? Alien-Trick. Warum? Wüten und toben? Nein. Ach, Karrierefragen. Wir können auch einfach mal ein bisschen quatschen. Was für coole Musik hier. Ich würde mal sagen, Moritz kann kurz aufhören zu tanzen. Er lacht. Ach, geil. Ah, Lea hat sich jetzt auch umgezogen. Moritz hat sich auch umgezogen. Fantastisch. Jetzt müssten sich nur noch Rachel und Chloe umziehen. Dann wäre meine Freude perfekt. Mopsy Flopsy. Ach cool, Lea mit dem Alien. Oh, hallo Lee. Schön. Das ist doch cool. Und Chloe sieht wieder aus wie früher. Ah, schön. Schön, schön. Was macht Moritz? Moritz ist. Wow, ihr seid irgendwie alle auf dem Weg zur Toilette, ne? Ach nee, zuschauen. Spürt den Hype. Bitte was? Du spürst den Hype? Das ist also den Hype spüren. Ach cool. Chloe kommt auch dazu, muss auch ganz dringend zur Toilette. Ja, dann geht doch mal. Dann geht doch mal zur Toilette, weil ich bin wirklich dafür. Sim altern lassen, Kerzen entfernen, abfeiern. Ich bin dafür, dass die alle mal hier hinkommen. Das wird jetzt vermutlich wieder schwer. Die Hälfte wird hier rumhängen und dann irgendwie 5 Minuten später abfeiern. Aber ich möchte natürlich auch, dass Moritz. Oh, Kelvin, kommt er etwa mit? Dass Moritz so schnell wie möglich altert, damit wir mit der süßen Candy hier ein bisschen flirten können. Oh, er feiert ab. Ja, Kel. Oh, der pustet direkt aus. Moritz! Moritz! Das ging jetzt total schnell. Es war niemand da. Es war niemand da. Es war einfach niemand da. Wie traurig ist das? Tanzwütig. Wisst ihr was? Der wird jetzt tanzwütig. Aber auf jeden Fall. Aber wie traurig. Es war niemand da. Zum Essen rufen. Och Mann. Leute, kommt mal alle, hier gibt's Kuchen. Aber die feiern das total ab, ne? Oh, Mark kommt. Die Sam Peters kommt. Wie es aussieht. Oh, und Candy und Kelvin kommen auch. Ja. Hallöchen, Candy, meine Süße. Wo ist denn Moritz jetzt? Der sitzt hier. Mampft der Kuchen? Jo, der mampft erstmal ein Stück Kuchen. Ich möchte jetzt echt gerne mit der Candy flirten. Ich freue mich so, dass das jetzt endlich möglich ist. Romantik, flirten, ja. Ich hoffe, sie ist Single. Bei ihr weiß ich es nämlich wirklich nicht. Fragen, ob Sim Single ist. Es ist nur ein bisschen schade, dass Moritz gerade aufs Klo muss. Hier die Mixerin ist auch ganz hübsch, ne? Finde ich. Oh, Candy ist Single. Oho. Ja, dann.
Ja, dann Zuspruch geben, tratschen. Nee, wir können ja nochmal gestehen, sich angezogen zu fühlen. Kann der David nicht mal einfach hier abhauen? Das wäre so viel... Oh. Das wäre so viel einfacher, wenn der David einfach mal hier abhauen würde. Sie ist beschämt. Oh, warum? Das tut mir total leid. Nein, sie mag Moritz nicht. Hüftstoß? Nee, lieber nicht. Freundlich? Bitten einzuziehen? Nein. Nach Karrierefragen? Oh nein, ich wollte dich nicht beschämen, Candy. Das tut mir echt leid. Oh Gottchen. Was macht ihr jetzt? Ach, ihr setzt euch einfach um. Okay. Ich schau mal gerade. Lea pennt hier. Oh Gottchen, du Arme. Musst auch zur Toilette. Lea schläft hier. Ach, Rachel. So, Entertainerin bei Rampenlicht. Und was ist mit Chloe? Warum sind die jetzt alle so super schnell müde? Das ist ja voll schade. Es ist doch erst 9:30. Ach Moritz, bist du da der Alleinunterhalter oder was? Aber sie fühlt sich... Oh nein. Ach, sie muss Pipi. Ja gut, dann lasse ich sie mal entgehen. Leute, wollt ihr euch noch mal Kuchen holen? Es ist noch Kuchen da. Esst meinen Kuchen. Oh, Moritz muss auch. Vielleicht sollte ich ihn... Nimmt er sich dann wieder ein Stück? Das will ich nicht hoffen. Ein Stück nehmen. Ach, Moritz, du sollst hier nicht... Duck möchte ein Techtelmechtel. Du sollst dir hier nicht ohne Ende Kuchen holen. Du sollst einfach zum Essen rufen. Oh, Candy ist wieder da. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wo sind denn hier die Klos? Hier unten. Kannst du mal hingehen? Verwenden. Du wolltest jetzt wahrscheinlich irgendwo oben hin, ne? Ich weiß es nicht. Und was macht Lea? Oh, Lea nimmt sich jetzt ein... Lea, du musst auch zur Toilette. Ihr pieselt euch hier alle in die Hose. Was ist denn... Was ist denn los? Hat da gerade einer gepupst? Was? Was? Hat sie hier gerade rumgepupst oder was? Das hörte sich so an. Ich frage mich aber, huch, ich frage mich tatsächlich, warum die alle nicht zur Toilette gehen. Was ist denn da euer Problem? Ja, Moritz ist doch jetzt auch auf dem Klo. Hier unten ist leider kein DJ. Schade. Ja, jetzt geht Lea auch, oder wie? Ja, kann sie ja machen. Ich möchte aber auf jeden Fall hier noch ein bisschen tanzen. So, Rachel scheint auch schon wieder fit zu sein. Und schwingt sich jetzt gleich auch auf die Tanzfläche. Das ist schön. So, du wäschst dir noch die Hände. Wo ist denn unsere süße Candy jetzt? Candy, wo bist du? Ist Candy nicht mehr da? Oder ist sie vielleicht oben in der Chill-Out-Area? Nein, das schläft nur Chloe. Wo ist denn die Candy? Ich würde nämlich super gerne noch ein bisschen tanzen. Aber Candy ist weg. Ich glaube, sie hatte keine Lust mehr. Ach, schade. Moritz kommt wieder. Ach Mann, die ist doch hier unten nicht. Ich glaube wirklich, die ist abgehauen. Wir könnten sie jetzt natürlich anrufen und einladen, hier abzuhängen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Johnny. Aha. Lassen wir ihn lieber mal ein bisschen tanzen. Die ist doch eigentlich auch ganz nett. Da ist die Candy sofort wieder vergessen. Aber wir können sie ja mal nach ihrem Tag fragen und vielleicht über Logikrätsel, nein, über Interessen reden. Einfach mal ein bisschen plaudern. Boah, der Troy, unser Alien, geht auch richtig ab. Ach, schön. Oh. Oh, na, sieh mal eine an. Wen haben wir denn hier? Den Tod. Über Kochen reden, Fotos teilen, Tag verschönern. Rachel, quatsch mal ein bisschen mit dem Tod. Das ist so ein guter Freund von dir. Schade, dass die Chloe jetzt gerade ihr Nickerchen macht. Hast du Hunger? Ja, ich lass dich mal lieber. Sonst könnte Chloe auch mal wieder ein bisschen mit dem Tod quatschen. Wow. Was für ein krasser DJ. Moritz sieht erstmal aus, als hätte er Spaß, muss ich sagen. So, hier plaudern, Moves präsentieren. Was kannst du denn? Oh, Pump Pop, das möchte ich gerne sehen. Zeig uns bitte den Pump Pop. Na, er plaudert dann nebenbei noch. Na komm schon, Moritz, zeig uns den Pump Pop. Den möchte ich jetzt gerne noch sehen. Jibs. Das ist gerade einfach nur wildes Rumklatschen. So, komm schon, Moritz. Wir sind alle bereit für deine großartigen Moves. Und? Und? Oh, looks like Link ist auch hier. Wow, Moritz. Oh, er geht ja mal total ab. Ach, toll.
Ja, du bist der Held der Tanzfläche. Hier, der Typ links feuert dich auch schon an. Ach, wie geil. Oh, Chloe ist auch wieder da. Schön. Chloe, schau mal, wer hier ist. Dein guter Freund, der Tod. Über Farbtheorie. Wow, was war das denn? Was? Hat er? Moment, was war das? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Hat er sich geschlagen oder hat jemand anders ihn geschlagen? Er ist auf jeden Fall sehr müde, was mir sehr leid tut. Auf Wiedersehen. Das sah doch gerade aus, als wäre er geschlagen worden, oder? Was hat Lux gleich Link? Erzählt er was von seinen Unterhosen, oder wie? Chloe, hier ist der Tod. Witz zu beenden erzählen von Gitarrensolo schwärmen. Erschrecken. Quatsch doch mal ein bisschen mit dem. Der DK ist da. Oh, ich liebe das. So viele tolle Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hinschauen soll. Ach, der Tod. Bald sind wir bei dir. Es dauert nicht mehr lange. Ich kann noch mal eben nachschauen. Oh Gott, Leute. 2 Tage vielleicht noch. Oh nein. Dann werden wir für immer in der Gesellschaft des Todes sein. Muskeln zeigen ja ganz bestimmt. Ja, ja, Chloe, du hast ja auch so viele Muskeln. Oh, was macht er jetzt? Hallo, DK. Hallo, DK. Es ist schön, dass du da bist. Chloe, möchtest du mal Tanzwettbewerb zusammen tanzen? Tanz in der Runde. Ja, Boogie Boogie. Mach den Boogie Boogie. Bitte, das möchte ich unbedingt noch sehen. Vor allem, mit wem macht sie das dann? Mit allen, die in der Gruppe sind? Level 2 der Fitnessfähigkeit. Hallo DK, hallo Lux Leckling. So, was ist der Boogie Boogie? Also die beiden machen auf jeden Fall schon mal mit. Macht Rachel auch mit? Ja, cool. Wie geil. Wie cool, die Musik passt gerade nicht wirklich dazu. Da kommt auch Lea wieder, aber es sieht einfach unfassbar toll aus. Wow, Carla hat schon keinen Bock mehr. Wie geil. Vor allem, ja, das war schön, Chloe. Vor allem der Typ da hinten freut sich auch irgendwie total. Ach toll, Level 3 der Tanzfähigkeit. Boah, wie schnell das geht. Das ist ja echt witzig. So, Lea, Tanzwettbewerb. Möchtest du mal einen Tanzwettbewerb machen? Und zwar, wen haben wir denn? Mit dem, von mir aus mal mit DK. Moritz schläft immer noch, das ist aber schon in Ordnung. Hatte ja auch einen anstrengenden Tag. So, DK, wie sieht's aus? Hast du Bock zu tanzen? Oh, sie mag den Tod nicht. Ja, warum wohl? Weil er bald ihre Mütter holt, vermutlich. So, DK, wie sieht's aus? Der geht schon mal ab. Ich glaube aber, Tanzwettbewerb. Ja, DK, damit kannst du aber keinen Blumentopf gewinnen, wenn ich das mal so sagen darf. Also, das kann jetzt wohl nicht hier deine beste Leistung beim Tanzwettbewerb sein. Ich habe auch das Gefühl... Nee, ich glaube, er wollte nicht. Ach, wie schade. Ach, wie schade. Wer ist denn jetzt hier oben eigentlich noch? David Madsen, der alte Säufer, ne, sitzt die ganze Zeit an der Bar und flirtet wahrscheinlich mit Moira Fires? Ich habe keine Ahnung. Ganz komischen Sims-Namen. Lea, was ist mit dir? Tanz doch mal ein bisschen. Weißt du, die alten Leute werden hier voll nicht müde. Aber die Lea steht rum und weiß nicht, was sie tun soll. Ach ja. Schön. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bin immer wieder erstaunt, was alles möglich ist. Definitiv sehr cool. Ja, Moritz ist gealtert. Es ging ein bisschen schneller, als ich dachte. Ich hatte gehofft, dass sie dann alle noch da oben hinkommen. Aber es war schon in Ordnung. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich war, meine liebe Chloe. Bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss. Chloe möchte auch schon abhauen. Bis dahin. Tschüss.